Traditionell gehen am 1. Mai die Arbeiter auf die Straße. Kundgebungen und Demonstrationen sollen am Tag der Arbeit auf Missstände hinweisen, die Arbeitgeber wachrütteln und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen animieren. Auch in der Region Neckaralb ist der Arbeitskampf am 1. Mai längst zur guten Gewohnheit geworden. Zahlreiche Teilnehmer finden sich jedes Jahr aufs Neue, beispielsweise auf dem Tübinger Marktplatz ein, um ihren Forderungen nach mehr Lohn, familienfreundlicheren Arbeitszeiten oder auch unbefristeter Beschäftigung Nachdruck zu verleihen. Genauso wie es die Arbeiter einst am 1. Mai 1886 in Chicago taten. Ihre Initiative, so Margret Pahl vom Personalrat der Universität, noch heute ein Vorbild für viele und bei weitem nicht überholt. Sie sind auch heute nicht abgehalftert und werden nicht weiterhin gebraucht, diese Bewegung zu guten Arbeitsbedingungen, sondern nach wie vor brandaktuell und auch global wichtig. Was ja zum Beispiel auch der Kampf im Bereich der Textilarbeit und gegen den Klimawandel und so darstellt. Ja. Blickt man genauer hin, haben sich die Wünsche der Arbeiter über die Jahrhunderte hinweg eigentlich gar nicht so sehr verändert. Die seinerzeit in den USA aufgestellte Forderung nach dem 8-Stunden-Tag scheint nach der geplanten Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden durch die zuständige Landesministerin Nicole Hofmeister-Kraut aktueller denn je. Also wir sind eigentlich nicht mehr in der Situation wie in den zu Zeiten der Industrialisierung, dass die Leute 12 Stunden oder 14 oder 16 unter sklavischen Bedingungen arbeiten müssen. Und insofern ist die Arbeitszeitdebatte natürlich wichtig. Und uns geht es darum, nicht zu verlängern, weil es gibt jetzt schon viele Flexibilisierungsmöglichkeiten, sondern tatsächlich zu verkürzen. In der Geschichte der Arbeiterbewegung, um jetzt auch mal wieder traditionell zu werden, war ja eigentlich eher immer das Ziel, wenn Menschen produktiver werden und Gewinne gesteigert werden, ist ja eigentlich der Gegenlohn dafür, zum Beispiel die Arbeitszeit zu verkürzen. Aber nicht zu beschränken, durch Befristungen. Diese wohl eher ein Phänomen der heutigen Zeit. Auch auf diesen, ihrer Meinung nach, eindeutigen Missstand wollen der federführende DGB und die Angestellten am Tag der Arbeit aufmerksam machen.